Wir hatten anfangs Probleme mit unseren Ladern größerer Leistung mit dem VW e-Up. Als wir dem Fahrzeug mitgeteilt haben, also die Ladestation tauscht sich am Anfang vor einer Ladesession immer die Parameter aus, damit das Fahrzeug weiß, was die Ladestation kann und die Ladestation weiß, was das Fahrzeug überhaupt an Strom aufnehmen kann. Als wir dem VW e-Up gemeldet haben, dass wir 500 Ampere können, hat das Fahrzeug sofort die Kommunikation abgebrochen. Wir mussten uns dann irgendwie einen Workaround überlegen. Aber so sieht man, dass es früher eigentlich gar nicht angedacht war, dass diese Fahrzeuge, es war eines der ersten E-Fahrzeuge auf dem Markt, die waren nicht ausgelegt, um solche Ströme zu handeln. Das heißt, das war noch nicht mal in den Köpfen der Ingenieure, als das Fahrzeug auf den Markt kam. Und damit willkommen zurück bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie sich auch für Elektroautos und das Laden natürlich dann auch und die Ladestation interessieren, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir haben heute zwei tolle Gäste hier im Podcast. Einmal Philipp Senona. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und wir begrüßen außerdem Matthias Wiecher. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Herr Senona, Sie sind CEO und Gründer von Alpitronic. Und Herr Wiecher, Sie sind Chief Commercial Officer bei E.ON Drive. Herr Senona, die erste Frage geht an Sie. Geben Sie uns doch mal ganz kurz einen Überblick. Wie viele öffentliche zugängliche Ladestationen für E-Autos gibt es denn derzeit in Deutschland? Aktuell, glaube ich, mit Status Juli diesen Jahres gibt es in etwa 100.000 Ladepunkte, die öffentlich verfügbar sind in Deutschland. Davon sind circa 80% AC-Ladepunkte und circa 20% sind DC-Ladepunkte. Und würden Sie sagen, da ist ordentlich Geschwindigkeit im Markt? Ist das so ein Markt, der sich jetzt relativ schnell entwickelt? Vielleicht auch mit Blick auf Österreich und Schweiz, da haben wir relativ viele Podcast-Hörer in letzter Zeit. Also für Deutschland kann ich sagen, dass wir ein Marktwachstum haben von in etwa 50% der Ladepunkte in den letzten Jahren. Und man sieht, dass es in 2023 nochmal einen größeren Sprung gegeben hat. Da sind wir etwas über 50% Zuwachs in diesem Jahr. Vielleicht da noch hinzuzufügen, es ist nicht nur die Anzahl der Ladepunkte, die um 50% wächst, sondern es werden auch mehr und mehr Ladepunkte hinzugefügt, die schneller laden können. Also auch die Energie, die durch einen Ladepunkt durchgeht, steigert sich. Also es ist jetzt nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch die Qualität der Punkte, wenn man so will, wenn es darum geht, Energie ins Fahrzeug zu bekommen. Die steigert sich sozusagen dann auch noch dazu, sodass das Laden in Deutschland im öffentlichen Bereich sich sehr, sehr viel verbessert hat im Laufe der letzten Jahre. Herr Wiecher, wie ist es denn, wo befinden sich denn die meisten Ladepunkte jetzt in letzter Zeit? Wo werden die aufgebaut? Man kennt das ja von Supermärkten beispielsweise oder Baumärkten, aber natürlich auch Autobahnraststätten. Wie ist das, wie entwickelt sich das im Moment? Die Ladepunkte entstehen da, wo Leute laden wollen. Dementsprechend geht es stark darum, wofür wird denn der Ladepunkt genutzt? Und da gibt es einmal Ladepunkte entlang der wesentlichen Verkehrsachsen, also Autobahnen, Bundesstraßen, wo es da darum geht, eine längere Strecke von A nach B hinter sich zu bringen und da dann zwischendurch laden zu müssen. Also das heißt, da passiert gerade viel. Da ist ja auch das Deutschlandnetz mit einem großen Fokus drauf, um genau diese Langstrecke zu elektrifizieren, dass ich auch längere Fahrten mit dem Fahrzeug machen kann. Der zweite Bereich, der wo gerade viel passiert ist, ist genau, wie Sie sagten, Supermärkte. Also wir nennen das neudeutsch Destination Charging. Das heißt, ich habe ein primäres Ziel, zum Beispiel einkaufen, und nutze die Zeit des Einkaufens, um währenddessen mein Fahrzeug zu laden. Und da passiert an Supermärkten, an großen Shopping-Malls, an Kinos, all diese Orte, wo ich halt in der Regel als Nutzer eine Zeit verbringe. Das werden jetzt attraktive Ladestandorte, um das Elektromobilitätsfahren, insbesondere in Städten, in denen man keine eigene Garage hat in der Regel, eben auch sozusagen massenfähig zu machen. Wir sprechen ja heute mit Ihnen beiden einmal als Hersteller von Schnellladesäulen und dann als Betreiber von Ladesäulen generell und versuchen damit mal unsere Hörerinnen und Hörer zu erreichen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit dem Laden von E-Autos. Herr Senona, geben Sie uns doch mal ganz kurz einen Überblick über die Leistungsunterschiede verschiedener Ladesäulen. Vielleicht jetzt schon mal ein kleiner Einblick, welche Ladestationen haben heute welche Leistung? Es gibt einmal eine grobe Unterscheidung in AC-Ladepunkte und DC-Ladepunkte. AC-Ladepunkte sind Wechselstrom-Ladepunkte. Dort ist es in der Regel so, dass das Fahrzeug selbst einen Onboard-Charger im Fahrzeug hat und der Onboard-Charger das Fahrzeug lädt und in der Wallbox oder in der öffentlichen
AC-Ladestation eigentlich unter Anführungszeichen nur eine Durchleitung des Netzes auf das Fahrzeug stattfindet, also vereinfacht gesagt. Und da befinden wir uns im Bereich von bis zu 22 kW. 22 kW ist in der Regel Sonderausstattung bei den Fahrzeugen. Die Regel sind 11 kW. Man findet diese Ladepunkte vor allem zu Hause, also die Leute laden vor allem AC oder am Arbeitsplatz oder an Standorten, wo man sich sehr, sehr lange über Nacht aufhält im Hotel und so weiter. Dann die zweite Kategorie der Ladepunkte sind DC-Ladepunkte, wo die Batterie direkt über das externe Ladegerät mit Gleichstrom verbunden wird und das externe Ladegerät sozusagen die Batterie lädt. Nicht mehr der Onboard-Charger im Fahrzeug, sondern das externe Ladegerät. Da gibt es verschiedene Leistungsklassen. In der Regel fängt man bei 50 kW an. DC, das war bis vor einigen Jahren Mainstream. Jetzt sind die Fahrzeuge imstande, sehr hohe Leistungen oder deutlich höhere Leistungen als 50 kW aufzunehmen. So nimmt ein Porsche Taycan, da liegt in der Spitze bei 270 kW. Und wir sehen, dass die Fahrzeuge nach und nach performantere Ladekurven bekommen und deshalb auch schneller im Ladevorgang sind. Herr Wichel, welche Typen sehen Sie denn bei E.ON stark nachgefragt? Also gibt es da überhaupt noch AC-Lader? Absolut. Also letztlich, wir bei E.ON Drive wollen es unseren Kunden in all diesen Ladesituationen so einfach wie möglich machen zu laden. Und es gibt und es wird auch immer den Anwendungsfall für in Anführungsstrichen langsameres Laden geben, ne? Also 7 bis 11 kW, nämlich immer dann, wenn das Fahrzeug lange steht, wie Herr Seonana sagte, am Arbeitsplatz oder über Nacht zu Hause oder in einem Hotel. All die Momente, wo ein Auto 7, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden steht, da ist es am besten, sowohl technisch als auch für die Batterie, als auch vom Kostenpunkt her, sozusagen die Ladegeschwindigkeit an die Standzeit anzupassen. Dementsprechend ist das Laden zu Hause am Arbeitsplatz, vornehmlich AC, nach wie vor genauso nachgefragt und wird es auch bleiben. Und dann gibt es eben Anwendungsfälle, wir haben ja eben über Destination Charging gesprochen oder über das Unterwegsladen, wo es darum geht, möglichst schnell, möglichst viel Energie reinzukriegen, weil ich ja vorankommen will. Und da geht es darum, und da sehen wir auch, hat der Sunne angesprochen, dass Ladegeschwindigkeit sich sukzessive erhöht. Und wir schauen, dass der Kunde möglichst schnell wieder unterwegs ist, um sein Ziel zu erreichen. Wie viele Schnellladestationen gibt es denn sozusagen per Definition ab diesem 50 Kilowatt in Deutschland? Sie haben vorhin schon die Zahl genannt, die absolute Zahl von Ladesäulen. Wie viele sind denn davon Schnelllader? Ich würde erstmal nicht in Ladesäulen unterscheiden oder über Ladesäulen sprechen, sondern über Ladepunkte. Sämtliche Statistiken sprechen eigentlich über Ladepunkte. So hat einer unserer Hypercharger in der Regel 2 Ladepunkte. In Deutschland haben wir in etwa 18.500 Ladepunkte, auch glaube ich Stand Juli, und Schnellladepunkte oder DC-Ladepunkte. Wenn man jetzt oder den Schnellladepunkt definiert als größer 22 kW, sagen wir es mal so, größer 22 kW gibt es 18.500 Schnellladepunkte in Deutschland. Herr Wiecher, Sie haben zwar gerade noch gesagt, dass dieses langsame Laden jetzt auch nicht aussterben wird, dass es da immer noch Bedarf gibt, aber jetzt sehen wir auch, dass es immer mehr Schnelllader gibt. Gewöhnen sich denn die Menschen so langsam, die E-Autofahrer, an diese Schnelllader, dass das dann trotzdem weniger nachgefragt wird, das langsame Laden? Die Schnelllader und diese öffentliche Infrastruktur entlang der wesentlichen Achsen und an diesen Destination-Charging-Punkten sind insbesondere deswegen wichtig, um Anwendern die Sicherheit zu geben, dass sie überall hinfahren können mit dem Fahrzeug. Ja, also dass letztlich das Elektroauto ein gleichwertiger, wenn Sie mich fragen, besserer Ersatz für einen Verbrenner ist, eben weil ich mich nicht einschränken muss, um zu fahren. Das heißt, es geht auch viel darum, Nutzern und Kunden die Sicherheit zu geben, dass es möglich ist, in Deutschland durch Europa zu fahren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der immer noch beste Anwendungsfall, auch für den Kunden, auch für den Elektrofahrer, für mich ist, dass es sich während des Zuhause oder des Arbeitsplatzes lädt, weil ich mich dann darum gar nicht kümmern muss. Das heißt, es ist ein wesentlicher Vorteil, dass die Energie eigentlich im Fahrzeug drin ist, ohne dass ich zu einer Tanke fahren muss in der alten Welt. Entsprechend ist es auch nach wie vor so, dass wir führen regelmäßig Nutzerbefragungen durch, um zu verstehen, wie verändert sich das. Das ist nach wie vor fast 70% aller E-Autofahrer haben entweder die Möglichkeit, zu Hause oder am Arbeitsplatz zu laden.
Und das bleibt auch in unserer Anwendung, auch wenn wir nach Norwegen schauen, ein Markt, der sicherlich weiter ist als wir, wenn es um die Anwendung geht, ist es auch dort nach wie vor 60% nutzen, das zu Hause oder am Arbeitsplatz laden. Aber natürlich nimmt das Schnellladen mit auch steigender Verfügbarkeit von Infrastruktur mehr und mehr Raum ein, auch Energie sozusagen in die Fahrzeuge zu bekommen. Dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit den etwas schnelleren Ladepunkten. Herr Senona, berichten Sie doch bitte mal kurz über Ihre Hypercharger. Das ist ja eine Marke oder ein Typ der HPC-Ladern, die wir jetzt so kennen aus Deutschland. Wen beliefern Sie damit und wie hoch ist die Leistung von diesen High-Power-Chargern bei Ihnen? Ja, Alpitronic fokussiert sich vornehmlich auf die DC-Lader und dabei auf die höheren Leistungen. Und unsere Kundenklassen könnte man zum Beispiel einteilen in einmal ChargePoint Operator, das sind Ladenetzbetreiber, das sind neue Unternehmen, die irgendwo gegründet worden sind in den letzten Jahren, die sind vielleicht auch nicht recht bekannt noch, sind irgendwo das Pendant der aktuellen Tankstelle. Dann haben wir die gesamte Öl- und Gasindustrie, die irgendwo vor einer Konvertierung steht und auch eigene Standorte nutzt, um statt neue Zapfsäulen Ladestationen zu installieren. Da gibt es einige prominente Beispiele auch in Deutschland. Dann die Energieversorger, ist die dritte Kategorie, die auch eben diesen Use Case für sich entdeckt hat und dort aktiv Ladestationen, insbesondere auch Schnellladestationen installiert. Ein nächstes Thema ist Retail und Fast Food, also wo meist in Zusammenarbeit mit ChargePoint-Operatoren oder Energieversorgern Ladestationen an Schnellimbiss-Stationen oder im Retail-Bereich beim IKEA, in irgendwelchen Shopping-Centern aufgestellt werden. Geben Sie uns doch mal kurz einen Einblick, wie sind denn diese High-Power-Charger genau aufgebaut? Also was haben wir denn da für Einzelkomponenten? Der High-Power-Charger hat eine wesentliche Komponente drinnen und das ist die Leistungselektronik. Diese Leistungselektronik konvertiert den Wechselstrom zu galvanisch getrenntem Gleichstrom. Und da gibt es sozusagen vor diesem Herzstück nochmal eine Schaltkomponente, die Netzzuschaltung übernimmt und ausgangsseitig Richtung Fahrzeug hin gibt es in unserem Fall eine Schaltmatrix, die schaltet unsere Powermodule zusammen oder leitet den Strom direkt auf die einzelnen Ladepunkte und dann kommt noch das Ladekabel im Wesentlichen. Ladesäulen haben dann noch in der Regel ein Display mit einem User-Interface, manche noch eben ein Kreditkartenterminal. So sieht die Station innen aus. Aber das wesentliche und komplexeste Teil ist sicher die Leistungselektronik. Und wie viel Strom kann dann da fließen und vor allem, welche Spannung ist damit möglich mit Ihren Hyperchargern? So, unsere Hypercharger sind so ausgelegt, dass wir bei allen Geräten 1000 Volt erreichen. Das ist auch so irgendwo das Limit in den Standards, in den Normen. Und abhängig von der Leistungsklasse erhöht sich der Strom. Wir haben ein 50 kW Wallbox-Gerät, die einzige 50 kW Wallbox, die es auf dem Markt gibt. Und mit dieser können wir 150 Ampere ans Fahrzeug liefern. Unsere größeren Charger, die 300 oder 400 kW, die können dann 500 bis 600 Ampere an das Fahrzeug liefern. Das sind ja schon wirklich riesen Leistungen, die man damit erreichen kann. Da fragen wir uns natürlich, wie das Ganze dann gekühlt wird. Je höher man da kommt, muss es ja dann tatsächlich sehr komplexe Kühlsysteme geben. Wie funktioniert das genau bei Ihnen? Wenn ich nochmal auf die Ströme zurückkommen darf, eine nette Anekdote. Wir hatten anfangs Probleme mit unseren Leistungen, mit den Ladern größerer Leistung, mit dem VWE-Up. Als wir dem Fahrzeug mitgeteilt haben, also die Ladestation tauscht sich am Anfang vor einer Ladesession immer die Parameter aus, damit das Fahrzeug weiß, was die Ladestation kann und die Ladestation weiß, was das Fahrzeug überhaupt an Strom aufnehmen kann. Als wir dem VWE abgemeldet haben, dass wir 500 Ampere können, hat das Fahrzeug sofort die Kommunikation abgebrochen. Wir mussten uns dann irgendwie einen Workaround überlegen, aber so sieht man, dass es früher eigentlich gar nicht angedacht war, dass diese Fahrzeuge, es war eines der ersten E-Fahrzeuge auf dem Markt, die waren nicht ausgelegt, um solche Ströme zu handeln. Das heißt, das war noch nicht mal in den Köpfen der Ingenieure, als das Fahrzeug auf den Markt kam.
kommen wir trotzdem nochmal auf die Kühlung zu sprechen. Also wenn da so viel Strom fließt, dann muss ja irgendwie sichergestellt sein, dass die Ladesäule selbst, jetzt unabhängig vom Auto, tatsächlich nicht überhitzt. Wie funktioniert das? Also zum einen generiert so eine Ladestation Verluste. Konvertierungsverluste in der Leistungselektronik, das ist der Hauptverlusttreiber. In unserem Fall haben wir eine Luftkühlung verbaut in unseren Systemen, also unsere Powerstacks, unsere Leistungsmodule haben eine Luftkühlung. Dort befinden sich in der Ladestation Lüfter, die dann mit Außenluft dann die heißen Stellen oder Kühlkörper in der Station anblasen und die Wärme so nach außen bringen. Es gibt Ladekabel, die sehr viel Kupfer verbaut haben und keine Kühlung brauchen, keine aktive Kühlung. Und dann gibt es parallel noch flüssigkeitsgekühlte Ladekabel, die man aktiv kühlen muss. Also da fließt dann ein Kühlmittel, ein Kühlmedium durch das Ladekabel in den Stecker und kühlt dann sozusagen den Stecker vor allem und dabei die Pins, mit denen der Strom übertragen wird. Aus einer User-Erfahrung oder Kundenerfahrung ist es dann auch wichtig zu sehen, dass warum überhaupt diese Aufwände da ein flüssigkeitsgekühltes Kabel hinzubekommen. Die, wie Herr Simona sagte, die ganzen, die sozusagen nur aus Kupfer bestehen, sind entsprechend schwer. Und da gibt es dann durchaus dann Herausforderungen, die dann als Kunde zu handeln, weil nicht jeder sechsmal in der Woche ins Fitnessstudio geht, gibt es dann durchaus auch Kräfte, die auf einen ziehen, wenn man dann ein 10, 15 Meter Kabel von einer gewissen Dicke rein aus Kupfer versucht, um das Auto herum in den Stecker zu navigieren. Deswegen ist es auch aus einer Nutzererfahrung her extrem wichtig, dass wir da durch die Mittel des Kühlungs letztlich den Durchschnitt und damit das Gewicht des Kabels reduzieren. Also das heißt, verstehe ich Sie richtig, wir werden in Zukunft dann eher diese Ladekabel mit Kühlung sehen. Ich denke, das hängt sehr stark ab von dem Ladepunkt, was man erreichen will, was der Betreiber mit der Ladestation erreichen will. Wenn es sehr, sehr schnell gehen muss an der Autobahn, dann vermutlich ja. Wenn man irgendwo im Bereich des Shoppings ist, wo man vielleicht auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit hat, dann potenziell eher nicht. Weil es natürlich auch ein Kostenthema ist, habe intern eine zusätzliche Kühleinheit, die recht aufwendig ist. Das Kabel ist relativ teuer und das gibt es auch immer ökonomische Abwägungen. Ja, dann sprechen wir doch trotzdem nochmal über die Standardisierung des Steckers, des Standardsteckers. In Europa, da haben wir das CCS-System, Combined Charging System. In den USA, da setzt sich zunehmend aufgrund von Tesla die North American Charging Standard NACS durch. Welche Unterschiede gibt es denn da für uns in Europa genau? Und hat das irgendwas mit deutschen Anwendern zu tun, Herr Senona? Kommt da irgendwas Neues irgendwann auf uns zu? In den USA gab es jetzt den Drang dazu, zum NACS zu wechseln, weil insgesamt die Ladeinfrastruktur in den USA für Nicht-Tesla-Fahrer relativ schlecht ausgebaut ist. Also da wird berichtet, dass zum einen die Ladestationen nicht verfügbar sind und zum zweiten auch die Funktionsfähigkeit der Ladestationen nicht immer gegeben ist. Also das heißt, es gibt sehr viele Ladestationen, die wohl nicht funktionieren. Deshalb ist es eigentlich dazu gekommen, dass sich Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk durchgesetzt hat. Und das wurde irgendwo auch auf den Stecker geschoben. Also in den USA haben bisher alle Autohersteller, die nicht Tesla sind, den CCS-1-Stecker. Der ist ähnlich zum CCS-2 in Europa. Und parallel gibt es eine Tesla-Parallelwelt, wo der Tesla seit eh und je den NACS-Stecker eingesetzt hat. An sich, meine Meinung, es ist eine rein physische Schnittstelle, über die wir hier sprechen. Das wird das Thema in den USA nicht lösen, dass jetzt alle Ladeinfrastruktur außerhalb des Tesla-Netzwerks besser wird, glaube ich. Denn es geht hier eigentlich rein um die physische Schnittstelle, den Stecker an sich, der deutlich kleiner ist als ein CCS1 oder CCS2. Aber das wird die Verfügbarkeit der Ladestationen, die technische Verfügbarkeit nicht verbessern, in meinen Augen. Wir haben ziemlich viele Zuschriften von E-Auto-Neulingen bekommen, die sich darüber wundern, warum es so unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten teilweise gibt. Können Sie das mal erläutern? Wovon hängt das ab? Welche Szenarien gibt es denn da? Ja, da ist es so, dass man zum einen mehrere potenzielle Bottlenecks hat in der gesamten Kette. Einmal, ich glaube, der Hauptgrund ist das Fahrzeug. Das Fahrzeug gibt eigentlich der Ladestation vor, welchen Strom die Ladestation zu bringen hat, also zu liefern hat. Und das ist sozusagen das erste Glied in der Kette, wo es potenziell zu einem Einschränken der Ladegeschwindigkeit kommen kann. Das hängt sehr stark ab von der
Batterie selbst, also welches Fahrzeug fahre ich, was ist die maximale Ladegeschwindigkeit, die das Fahrzeug im Optimum hat. Das Optimum, glaube ich, liegt meistens so bei 30 Grad Batterietemperatur. Da kann die Batterie am meisten Strom aufnehmen. Man hat ja meistens nicht 30 Grad, sondern vielleicht auch im Winter etwas weniger oder sogar sehr kalte Temperaturen. Und bei sehr kalten Temperaturen ist die Aufnahmegeschwindigkeit oder die Aufnahmemöglichkeit der Batterie deutlich eingeschränkt. Also da kommt schon mal der erste Bottleneck her. Dann natürlich hängt es davon ab, was kann die Ladestation. Wenn die Ladestation so ausgelegt ist, dass sie weniger kann als das Fahrzeug kann, dann beschränkt die Ladestation sozusagen den Strom. Und manchmal sind es auch Netzthemen, wo man zum Beispiel an einem Standort mit sehr vielen Ladestationen niemals, und da kann Herr Wicher was dazu sagen, die volle Leistung auf Netzseite installiert. Nehmen wir mal an, es werden Ladestationen mit einer Nominalleistung von 1 Megawatt installiert an einem Standort, weil niemals alle Fahrzeuge mit voller Leistung laden. Dimensioniert der Netzbetreiber die Akkustation und den Netzanschluss meistens etwas kleiner, so dass dann die Leistung sich untereinander verteilen kann und man auch kostenmäßig optimal hinkommt. Und die Werte liegen da bei 0,6, 0,7 in der Richtung. Ja, Herr Wicher, nehmen Sie den Ball doch mal auf. Ist das so ein Thema, was Sie beschäftigt bei Ihren Kunden, dass man diese Standorte da genau definieren muss, bevor man überhaupt entscheidet, was man da hinstellen kann? Richtig. Also letztlich geht es ja darum, gerade wenn wir über viele Ladepunkte sprechen und auch viele Ladepunkte, die dann maximal eine hohe Ladegeschwindigkeit haben, brauche ich halt eine ganze Menge an Anschlusskapazität. Und da geht es darum, mit dieser Anschlusskapazität gut zu haushalten. Zum einen, hat der Sunur schon gesagt, ist das natürlich auch eine Frage, wie rechnet sich der Business Case, also wie ist die Kostenseite. Zum Teil geht es aber eigentlich auch darum, das Maximale möglich zu machen mit der Kapazität, die verfügbar ist. Wir sprechen ja schon auch oft von der Situation, dass ein Netz nur eine gewisse Anzahl an Leistungs zur Verfügung hat an einem Standort, wo es wichtig wäre, Ladeinfrastruktur für Kunden zur Verfügung zu stellen. Und dann geht es eben darum, daraus das Beste zu machen. Und da kommt es eben auch darum dazu, dass wir sprechen ja oft in der Elektromobilität von Ladekurven. Das heißt, wie lange kann ein Fahrzeug eine Maximalgeschwindigkeit halten? Und da ist es eben oft so, dass diese Maximalgeschwindigkeit nur ein Bruchteil des gesamten Ladevorgangs wirklich sozusagen ins Auto reingeht. Das heißt, das Auto meldet irgendwann ab, um die Batterie zu schützen, dass mehr sozusagen weniger Leistung in die Batterie fließt. Das heißt, da wird dann Leistung verfügbar und die gilt es dann möglichst gut direkt an andere Ladepunkte zu verteilen, um letztlich möglichst vielen Kunden gleichzeitig die Möglichkeit geben zu laden, ohne dass es eine wirklich merkliche Einschränkung im Komfort, das heißt der Ladegeschwindigkeit gibt, um halt möglichst viel zu parallelisieren. Und wie Herr Sinona sagte, sprechen da von 0,6 bis 0,7. Ja, das heißt, in jedem einzelnen Ladepunkt sind 0,60 bis 70% der theoretischen maximalen Ladegeschwindigkeit als Leistung zugeordnet. Und die übrigen 30-40% werden quasi zwischen verschiedenen Ladepunkten hin und her verteilt, je nachdem, wie viel parallel und mit welcher Geschwindigkeit parallel geladen wird. Ja, super spannend zu hören, was da noch so eine Rolle spielt, wenn sich jemand aufregt an so einer Ladesäule, an einem Ladepunkt. Mensch, jetzt geht's hier nicht mit einer, keine Ahnung, mit 220 kW oder so, dann kann das mal daran liegen, dass eben die Auslastung dieses Ladeparks irgendwie verschieden ist. Sie sind Kunde bei Alpitronic, Herr Wicher, mit E.ON Drive. Was haben Sie denn generell für Anforderungen an Zulieferer wie Alpitronic? Gibt es da irgendwie so Software-Sachen, die ganz wichtig sind? Zuverlässigkeit, Verschleißteile am Ladepunkt selber? Was sind so die wichtigsten Sachen für E.ON Drive bezüglich des Zulieferers? Also letztlich geht es uns erstmal grundsätzlich darum, das elektrische Fahren so einfach wie möglich zu machen. Und um das so einfach wie möglich zu machen, muss die Ladeinfrastruktur das leisten, was ein Kunde erwartet und was versprochen ist. Das heißt, der Ladepunkt ist verfügbar. Die Ladegeschwindigkeit ist sozusagen mit den Parametern, die wir gerade besprochen haben, auch da und kann sozusagen an das Auto weitergegeben werden. Und es ist verlässlich und es gibt eine gewisse Innovationskraft, denn wir sind in einem Umfeld, das es noch nicht lange gibt. Das heißt, unsere Innovationskraft und die Veränderung, mit der wir uns sozusagen auseinandersetzen dürfen, das ist ja eine Chance, also dass es eine Herausforderung ist, ist das sehr, sehr hoch. Entsprechend suchen wir in unseren
Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, auf der Ladeinfrastrukturseite, aber auch in den anderen Bereichen, nach Partnern, die auf der einen Seite langfristig Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten und auch genau diese Innovations- und Entwicklungsleistung zu bringen und gemeinsam an den Markt zu bringen. Und zum Zweiten eben auch genau diese Anforderungen erfüllen im Sinne von Verlässlichkeit, Erreichbarkeit und auch die Möglichkeit, letztlich geht es ja auch im Betrieb von Infrastruktur, dass die Maintenance, also die Wartung, möglichst einfach geht, dass es halt einfach wenig Aufwand ist, Ladeinfrastruktur zu betreiben. Herr Senona, vor ein paar Jahren, da hieß es noch, dass in Zukunft nur noch 800 Volt Ladesäulen, 800 Volt Autos laden werden. Jetzt, davon sieht man jetzt im Moment nicht so viel, oder? Wie ist das aus Ihrer Sicht und warum ist das vor allem so? Also das hängt sicher damit zusammen, wie das Fahrzeug intern aufgebaut ist. Fahrzeuge mit 400 Volt Technik basieren meistens auf Siliziumkomponenten, Silizium-IGBT-Komponenten. Silizium ist eine Standardtechnologie, die gibt es seit über 30 Jahren und ist etabliert, ist relativ günstig in der Leistungselektronik und deshalb ja auch breit eingesetzt. Und Silizium kann man nutzen, effizient nutzen, bis circa 450, 500 Volt. Das ist einmal ein technologisches Thema, das heißt, Fahrzeuge mit Siliziumtechnik sind eher gängig. Jetzt erlaubt die 800-Volt-Technologie natürlich schnelleres Laden, dünnere Kupferquerschnitte im Fahrzeug und deshalb ist es schon, sagen wir, erstrebenswert, die 800-Volt anzupeilen. 800-Volt-Technik bedeutet aber, dass ich mit Silizium nicht mehr zurechtkomme im Fahrzeug, sondern Siliziumkarbid einsetzen muss in den meisten Fällen. Siliziumkarbid ist eine neue Technologie und etwas teurer als auch ja bisher Silizium und effizienter, aber es gibt Vor- und Nachteile, wie man sieht. Die Technologie ist neu und deshalb kommen die Fahrzeuge jetzt Stück für Stück. Ich habe mir mal raussuchen lassen im Vorfeld dieses Podcasts, wie es ausgesehen hat in 2019. Da hatten wir circa 1,5% der Ladevorgänge, waren 800-Volt-Ladevorgänge. Es gab kaum Fahrzeuge. Der Porsche Taycan, glaube ich, war damals das einzige Fahrzeug, welches mit 800 Volt laden konnte. Und aktuell liegen wir bei circa 7,5%. Also die Tendenz ist schon steigend. Und wir wissen, dass sämtliche Fahrzeughersteller ihre interne Architektur für die nächsten Generationen so umgestellt haben, dass sie auf 800 Volt umsteigen, auch die Kleinfahrzeuge. Da hören wir ganz, ganz viel aus dem Bereich E-LKW, zum Beispiel auch im Bereich der Landwirtschaft und Baumaschinen. Die sind tatsächlich alle mittlerweile auf 800 Volt oder sogar drüber ausgelegt. Jetzt sprechen wir aber trotzdem nochmal über E.ON Drive und Herrn Wichers Geschäftsmodell, wenn man so will. Fangen wir erstmal ganz grundsätzlich an. Herr Wicher, wie viele Ladepunkte betreibt denn die E.ON Drive heute? Wenn wir über Geschäftsmodell sprechen, vielleicht fangen wir damit an, weil letztlich verfolgt E.ON in der Elektromobilität zwei Geschäftsmodelle, nämlich auf der einen Seite genau das Entwickeln, Installieren, Besitzen und Betreiben von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Ja, das macht die E.ON Drive Infrastructure. Und dann geht es darum, den Kunden, Elektroautofahrern eben auch in allen anderen Situationen Ladelösungen sozusagen anzubieten. Ja, das jetzt zu Hause, am Arbeitsplatz, in anderen Situationen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt über das öffentliche Laden sprechen, ja, das die eigenen Ladesäulen, die E.ON besitzt, sind es circa 6.000, die wir besitzen und betreiben in unserem eigenen Netz. Auf Ihrer Webseite findet man da die Zahl von 230.000 Ladepunkten. Das sind dann aber nicht Ihre eigenen, die betreiben Sie nicht selbst, so wie es sich jetzt angehört hat, sondern das ist dann so eine Art Verbundnetz oder wie muss man sich das vorstellen? Genau. Eigentlich ist der beste Vergleich der des Roamings aus dem Mobilfunk, wo ich eben auch mit meinem Telefon, das nutze ich überall und ich weiß gar nicht, merke gar nicht notwendigerweise, wessen Infrastruktur, das heißt, wessen Netz ich gerade nutze. Und genauso muss man sich das in Elektromobilität auch vorstellen. Wir haben in Deutschland, aber auch in ganz Europa ein sehr fragmentiertes Feld von Ladeinfrastrukturbetreibern. Herr Senona hatte ja zu Beginn von seinen Kundengruppen gesprochen. Ja, das heißt, es gibt viele Unternehmen, die aus verschiedensten Richtungen, verschiedenen Standorten Ladeinfrastruktur installiert haben und betreiben. Aber letztlich geht es ja darum, als Kunde, als Nutzer, möchte ich ja quasi überall laden können. Ja, ich möchte ja da jetzt nicht eingeschränkt sein in meiner Nutzung und ich möchte auch nicht, wie das in der Vergangenheit durchaus mal der Fall war, ein eigenes sozusagen Visitenkarten-Etui mit verschiedensten Ladekarten mitführen, sondern ich möchte ja eine oder zwei Ladekarten oder Ladeprodukte haben, die es mir erlauben, möglichst fast alles zu erreichen. Und das ist genau diese Zahl. Das heißt, das ist ein Produkt, das wir unseren Kunden anbieten, mit denen wir
230.000, aber das ändert sich auch regelmäßig. In wenigen Wochen kommt ein neues Produkt, da sind es dann über 300.000. Das heißt, Schritt für Schritt wird es mehr, eben weil wir dann mit diesem E.ON-Produkt das Laden auch an Nicht-E.ON-Ladesäulen ermöglichen, um es wieder möglichst einfach zu machen dem Kunden und da die Hürden so gering wie möglich zu halten. Also das hört sich ja ganz toll an, weil ich habe natürlich als Kunde habe ich keine Lust, hunderte Karten irgendwie mitzuführen. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein Supermarktbetreiber, vielleicht Lidl oder Aldi oder so, und möchte mir irgendwie da E.ON-Ladepunkte hinstellen. Wie funktioniert das genau? Sie leasen diese oder kaufen diese Ladesäulen dann bei Alpitronic und ich stelle meinen Parkplatz zur Verfügung, oder müssen Sie jetzt sozusagen noch den Supermarktbetreiber dafür bezahlen, dass Sie diese Säulen dort betreiben dürfen, oder wie funktioniert es genau? Es gibt beide Fälle. Es liegt ein bisschen daran, wie viel jetzt, wenn wir jetzt im Beispiel eines Supermarkts bleiben, ja, welche Zielsetzung der Supermarkt verfolgt, wenn es um Ladeinfrastruktur geht. Ja, da gibt es Supermärkte, die wollen, dass das ihren Kunden möglich gemacht wird, aber die wollen selbst möglichst wenig damit zu tun haben, und vor allem haben sie kein großes Geschäftsinteresse daran irgendwie mitzuverdienen. Ja, in dem Fall ist es in der Regel so, dass dann meine Kollegen, das Team der E.ON Dorf Infrastructure kommt und dann quasi auf dem Parkplatz auf sozusagen E.ON Investitionen, Ladeinfrastruktur errichtet und betreibt und dann sozusagen dem Kunden es möglich macht. In der Regel fällt dann in der Tat insbesondere mit wachsendem Interesse an der Elektromobilität eine Miete an den Supermarkt als Teil des Geschäftsmodells an. Oder, und auch das gibt es auch mehr und mehr, dass Supermärkte für sich erkannt haben, was das für ein interessantes Geschäftsmodell ist, wie gut es sich damit verbinden lässt mit eigenen Bonusprogrammen, mit eigenen sozusagen auch Ideen der Wertschöpfung, die dann quasi selbst in die Investition gehen wollen. Ja, das heißt, die wollen das als Teil ihres Geschäftsmodells entwickeln. Und dann ist es eher so, dass wir die Infrastruktur beplanen, errichten und betreiben, aber letztlich als Dienstleistung an den Supermarkt, der das dann als sein eigenes Asset betreibt. Wir haben uns im Vorfeld dieses Podcasts tatsächlich damit mal beschäftigt. Jetzt traue ich mich mal, diese Frage zu stellen. Ist denn eigentlich Alpitronic und E.ON Drive auch irgendwo in einem Konkurrenzumfeld, wenn jetzt beispielsweise IKEA oder eine ganz große Supermarktkette sagt, wozu brauchen wir denn überhaupt noch E.ON Drive, wenn wir direkt Alpitronic anrufen können und dann unsere Energiesparte quasi, ich weiß nicht, ob Aldi jetzt eine hat, aber theoretisch das irgendwie selber bauen kann und selber betreiben kann? Also Konkurrenz würde ich jetzt nicht sagen, weil wir beschränken uns hier auf die Lieferung von Hardware, auf die Entwicklung, Produktion und Lieferung von Hardware. Und wir haben verschiedene Kunden und Partner. Und deshalb ist es zum Beispiel auch so, weil Sie den Namen Aldi genannt haben, Aldi investiert selbst zum Beispiel. Aber das sind dann Entscheidungen, die dann jeder Player am Markt selbst entscheidet oder trifft, wie er sich da aufstellen möchte und wie er sich positionieren möchte. Die Ladeinfrastruktur selbst ist eine sehr, sehr wichtige Komponente des Ladeerlebnisses, weshalb Alpitronic und E.ON da lange und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber es ist nicht das Einzige, was erforderlich ist, um sozusagen Ladestrom an Kunden verfügbar zu machen. Da geht es eben um Netzanschluss, um das Management von Energie und so weiter und so fort. Dementsprechend gibt es da noch einige Dinge drumherum. Ja, natürlich steht die Ladesäule in der Mitte, die eben auch erforderlich und genauso wichtig sind, damit es am Ende gut funktioniert und zu einem guten Erlebnis führt. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Jahren eine Konsolidierung geben, weil viele kleine Player sich in den letzten Jahren hervorgetan haben und selbst Ladeinfrastruktur mit einigen wenigen Ladepunkten installiert haben. Und ich glaube, das wird in Zukunft zunehmend schwierig, auch hier konkurrenzfähig zu sein im Betrieb. Und deshalb werden es wahrscheinlich einige, also weniger Anbieter sein als aktuell und vielleicht die etwas größeren, die hier dann den Markt wahrscheinlich dann betreiben werden oder diese Dienstleistung dann anbieten werden. Wenn ich jetzt schon Kunde bei E.ON bin, wie ist es denn dann an öffentlichen Ladepunkten von E.ON? Habe ich dann besondere Vorteile oder was gibt es da für eine Tarifstruktur? Also grundsätzlich, das ist bei uns, aber auch bei vielen anderen Marktspielern so, wird in der Regel zwischen AC und DC manchmal auch Ultraschnellladen unterschieden. Ja, also das ist AC, DC, HPC, wird manchmal genannt. HPC steht für High Power Charging. Das ist halt alles über 100, 150 kW, wo es in der Regel dann
sozusagen einen Preis pro Kilowattstunde für diese Geschwindigkeiten gibt. Und dann ist es bei E.ON so, dass an den eigenen E.ON-Ladesäulen liegen, dann sozusagen ist das Angebot für Kunden günstiger, wenn sie das mit dem E.ON-Ladeprodukt, also der E.ON-App insbesondere betreiben. Auch da bringen wir auch neue Versuche in den Markt, indem man eben nicht nur kilowattstundenbasiert schaut, sondern eben auch in die Pakete bildet, in denen einfach eine gewisse Anzahl an Energie drin ist, die ich dann verfahren kann. Auch hier ist die Parallele zum Mobilfunk sozusagen relativ nah. Ja? Also früher wurde noch per SMS und pro Minute bezahlt und jetzt ist alles Flatrate. Und dazwischen gibt es dann je nach Use Case gewisse Pakete, was drin ist und was nicht. Und das kann man sich durchaus auch vorstellen, dass das in einer ähnlichen Ausprägung auch in der Elektromobilität in diesem Roaming-Netzumfeld eine Möglichkeit sein kann, wenn der Kunde es will. Ja, das liegt jetzt immer daran, es wird getestet und dann ist das Feedback der Anwendung das, was am meisten zählt. Ja, stellen Sie das doch gerne mal vor, was so eine Flatrate bei der E.ON Drive jetzt so kostet. Passend dazu haben wir eine Zuschrift erhalten, und zwar von unserem Podcast-Hörer Hermann T. Der fragt, hängen Ihre Ladepreise auch an Ladezeitpunkt, in Klammern Tag und Nacht, beziehungsweise von der Ladegeschwindigkeit ab? Ladegeschwindigkeit hatte ich ja gerade schon erläutert. Das liegt dann im Wesentlichen an AC, das heißt, das ist Geschwindigkeit bis 22 kW. DC, das ist in der Regel Geschwindigkeit zwischen 22 und 50 kW. Und dann geht es um das Ultraschnellladen, das ist in der Regel mehr als 150 kW. Und da gibt es verschiedenste Preise, die dann sozusagen nach Geschwindigkeit unterscheiden. Das, was es in Deutschland noch nicht gibt, aber das wird auch hier nicht mehr lange dauern, ist, dass es in der Tat in diesen Geschwindigkeitskategorien auch noch eine Unterscheidung nach Zeitpunkt gibt. Da haben wir als E.ON in dem Markt, da müssen wir einmal ein bisschen nach Norden schauen, in Dänemark, wo auf der Energiemarktseite mit sozusagen hourly forward, also stündlichen Forecastpreisen als schon mehr möglich ist, haben wir in der Tat es angeboten, dass wir das den Ladepreis an der E.ON-Infrastruktur anpassen an dem Strompreis in dem Moment, ja, um sozusagen das, was am Strompreis passiert, insbesondere wenn es dann auch günstiger wird, in der Regel dann in den Stunden in der Nacht oder neben dem sozusagen Haupttag, ja, früh am Morgen, spät am Abend, diese sozusagen günstigeren Preise an den Kunden weiterzugeben, ja, sodass es dann dynamische Tarife gibt, ja, die dann eben genau diese Tag-Nacht-Unterschiede und Zeitunterschiede auch an die Nutzer der Infrastruktur weitergeben kann. Können Sie bitte noch mal detaillierter darauf eingehen, wie man jetzt an so einer Ladesäule von E.ON bezahlen kann? Wir haben vorhin ja schon kurz über diese verschiedenen Karten, die es da früher gab, gesprochen. Grundsätzlich gibt es zwei Bezahlmöglichkeiten. Einmal das vertragsbasierte Bezahlen und das Ad-Hoc-Bezahlen. Ad-Hoc-Bezahlen, Herr Sinon hatte eben schon Kreditkartenterminals angesprochen. Das heißt, das ist Infrastruktur, da ist ein Kreditkartenterminal verfügbar. Das heißt, ich lade und zahle vor Ort mit einer Kreditkarte, mit Apple Pay, mit was auch immer gerade als Bezahlmöglichkeit da ist und mache es sozusagen als eine einmalige Transaktion, ohne dass ich in irgendeinem längerfristigen Vertrags-Abo-Verhältnis mit einem Infrastrukturbetreiber oder einer E-Mobility-Marke stehe. Ja? Dagegen steht dann das vertragsbasierte Bezahlen, wo es darum geht, dass ich durch den Vertrag eine größere Transparenz, Sicherheit habe, was mich das Laden kostet, weil ich eben weiß, dass ich einen Vertrag geschlossen habe, dass mich AC-Laden X und DC-Laden Y kostet. Und habe dann in der Regel eine App, die mir auf der einen Seite erstmal hilft, die Ladeinfrastruktur zu finden. Ja, es ist halt auch eine Möglichkeit, es einfacher zu machen, letztlich elektrisch zu fahren, wo ich dann in der App einen Ladevorgang starten kann, stoppen kann und dann wird mir da die Ladehistorie angezeigt. In der Regel ist es so vertragsbasiert. Am Ende des Monats kriege ich eine Rechnung und es wird vom Konto, von der Kreditkarte, was auch immer hinterlegt ist, abgebucht. Momentan ist es noch so, dass ein Großteil, das letzte Mal, als ich mir Zahlen angeschaut habe, vor einigen Monaten, war es immer noch 90% der Ladevorgänge sind vertragsbasiert. Das heißt, das Ad-Hoc-Zahlen über eine Kreditkarte ist der Ausnahmefall. Oft ist es so, dass genau dann per Kreditkarte gezahlt werde, wenn ich mich außerhalb meiner Heimatregion befinde. Ja, also ich fahre in den Urlaub nach Italien und habe dann da oft die Möglichkeit,
und die Notwendigkeit, mit Kreditkarte zu zahlen. Es gibt eben im Bereich Abo- oder vertragsbasierten Bezahlen noch die Möglichkeit, wenn es also da muss man vielleicht eben auch oder könnte man auch über die Authentifizierung sprechen. Wir haben vorhin gehört, es gibt die Kundenkarte, die App und was es jetzt Neues auch noch gibt oder zunehmend gibt, ist das Plug and Charge. Das heißt, im Fahrzeug ist ein Vertrag hinterlegt und man steckt da nur mehr ein und das wird dann abgerechnet. Das müssen Fahrzeuge unterstützen, das müssen auch die Ladesäulen unterstützen und ich glaube, dass das zunehmend kommt, dass die Fahrzeuge diese Funktion dann auch können und entsprechend ist es einfach, ich brauche nur mehr anstecken und ich bekomme dann meine Rechnung am Monatsende. Macht denn diese Vereinfachung die Sache eigentlich für Alpitronic jetzt als Hersteller des Ladepunktes irgendwie auch kompliziert? Jetzt stelle ich mir vor, bei Alpitronic, Sie haben es zu tun mit Dutzenden Anbietern von diesen Ladesäulen und tatsächlich mit einem Kartendickicht von den Kunden. Diese Abrechnungseinheit innerhalb der Ladesäule, die übernehmen Sie ja auch. Insofern für Sie ist es wahrscheinlich sehr kompliziert, oder? Es ist sehr, sehr kompliziert, wenn es beispielsweise um Kreditkarten geht. Wir haben da, glaube ich, 15 verschiedene Integrationen gemacht. Das heißt, Kombination aus Hardware und Acquirer. Manche Kunden sagen, ich habe in meinem Shop bereits einen bestimmten Acquirer und möchte den gleichen auch auf der Ladestation nutzen, möchte aber die Hardware XY verwenden. Und das heißt, beides muss zusammenpassen. Es braucht eine Software, die das steuern kann und abwickeln kann. Da liegt einiges an Komplexität. Da dauert so eine Integration eines neuen Payment Terminals mit entsprechendem neuen Acquirer ein halbes Jahr plus. Also das heißt, da ist schon einiges an Engineering und Testing dahinter. Ansonsten ist die Abwicklung über vertragsbasiertes Laden, also mit Karte oder App, sehr einfach, weil wir eigentlich nur über dieses Roaming die Kundennummer, Kartennummer, beziehungsweise bei der App ist es umgekehrt, da verbindet sich die App mit dem Betreiber und wir bekommen aus der Ferne dann eine Startaufforderung für den Ladevorgang. Das ist immer standardisiert, da können es 100 verschiedene Anbieter sein, wir müssen gar nichts tun dafür. Komplex wird es bei Plug and Charge und eben bei den Kreditkartenterminalen. Herr Seniona, was bekommen Sie denn so für Rückmeldungen von den Kunden? Was gibt es denn vielleicht für Probleme an Ihren Ladesäulen, die so zurückgemeldet werden? Also zum einen muss man sagen, dass die gesamte Kette eine sehr komplexe ist. Also wir haben jetzt einiges mitbekommen von Kreditkartenterminals und Acquirern hin zu Leistungselektronik, zu Ladekabeln, zu Fahrzeugen, die auch mitspielen müssen. Zu Abrechnungsdienstleistungen. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Kette, wo es reicht an einem, wenn an einem Ort irgendwas nicht funktioniert. Also ich glaube, die Gründe, warum, wenn mal was nicht funktioniert, dann kann es am Fahrzeug liegen, es kann an der Ladesäule liegen, es kann an der Transaktion liegen. Wenn wir jetzt über Dinge sprechen, die auch kaputt gehen im Feld, dann sind es sehr oft die Ladekabel, die sind in täglicher Benutzung. Das heißt, wenn da mal ein Kabel oder ein Stecker auf den Boden fällt, kann der brechen oder auch Kreditkartenterminals, die vielleicht auch irgendwo etwas ausgesetzter sind. Das sind so die Hauptthemen. Jetzt gibt's noch einen Zwischenruf von einer Podcast-Hörerin. Sie fragt oder sagt, bezahle ich bei E.ON eigentlich auch Strafgebühren, wenn ich nach dem Laden nicht gleich wegfahre? Herr Wiecher, ist das tatsächlich bei einigen E.ON-Ladepunkten der Fall? Das ist, letztlich sprechen natürlich nicht von Strafgebühren, ja, sondern von minutenbasierten Preisen, die in der Regel nach einer gewissen Zeit anfallen, um letztlich auch dafür zu sorgen, dass diese Ladesäulen wieder für andere Kunden verfügbar werden. Das heißt, es geht ja darum, dass wir möglichst vielen Kunden die Möglichkeit machen, ihr Fahrzeug zu laden. Das heißt, wenn der Ladevorgang vorbei ist, wenn die Energie im Auto ist und es keine Energie mehr fließt, versuchen wir Kunden dazu zu animieren, dann den Ladepunkt freizumachen, damit der nächste Kunde fahren kann. Ich nehme das als Ja. Ich nehme das mal als Ja, oder? Ja. Es geht darum, das natürlich transparent zu machen und darüber zu sprechen, ja, dass der Kunde das weiß und der Nutzer das weiß, aber letztlich ist das etwas, was sich sukzessive jetzt auch ehrlich gesagt in der gesamten Industrie durchgesetzt hat, dass es solche Basic Parking Fees gibt.
Passiert es tatsächlich auch, wie hier schon im Podcast mal erwähnt, dass Ladesäulen neu gebootet werden müssen, wenn beispielsweise der Stecker irgendwie nicht aus dem E-Auto wieder rauskommen möchte nach einem Ladevorgang? Passiert sowas? Ich kenne das von unseren Ladestationen nicht. Wenn der Stecker im Fahrzeug hängen bleibt, dann ist es das Fahrzeug, weil das Fahrzeug verriegelt den Stecker. Die Ladesäule macht da gar nichts. Also das heißt, im Stecker befinden sich zwei Löcher und da kommt ein Bolzen rein und das macht das Fahrzeug. Und deshalb gibt es, glaube ich, auch in den meisten Fahrzeugen irgendwo hinten im Kofferraum so eine Notentriegelung. Sollte aber niemals passieren. Gleichzeitig ist es schon, dass Ladesäulen schon in der Regel Computersysteme sind. Das kennen wir ja alle von zu Hause. Manchmal oder oft macht ein Neustart doch relativ viel wieder gut, sodass das schon regelmäßig passiert. Was wir beispielsweise haben, basiert auf einer künstlichen Intelligenz, ist wir nennen das Predictive Maintenance Tool. Das heißt, diese Intelligenz erkennt an gewissen Parametern, dass unter Umständen künftig ein Fehler auftreten kann, und dann launcht dieses Tool präventiv einen Neustart der Ladesäule, einmal Reboot, sodass es hoffentlich passiert, ohne dass es ein Kunde gemerkt hat. Haben Sie denn in Ihrem System jedes Ladeprotokoll von jedem einzelnen E-Auto-Modell hinterlegt oder wie funktioniert das? Also da gibt es einen Standard oder eigentlich zwei, die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule festlegen. Das ist einmal eine DIN-Spezifikation und eine ISO. Die ISO heißt 15118 und die DIN heißt 70121, um genau zu sein. Und diese beiden Protokolle decken sämtliche Fahrzeuge ab. Das heißt, Fahrzeughersteller halten sich an diese beiden Protokolle und auch die Ladeinfrastruktur implementiert beide Protokolle. Und da gibt es einen Handshake vor dem Ladevorgang. Also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, tauschen sich beide aus über die Parameter, über die Ladeparameter. Und dann irgendwann startet der Stromfluss und auch das Abbrechen oder Abschließen des Ladevorgangs hat einen definierten Ablauf, der durch eine Norm oder der durch Normprotokolle definiert ist. Was es aber schon zu sagen gilt, ist, dass nicht immer sich alle an die Protokolle halten und wir schon einiges an Workarounds implementieren mussten, damit wir alle Fahrzeuge auch ladefähig hinbekommen. Das heißt, manchmal, wenn auch Fahrzeuge einen Bug haben, dann schaffen es die Autohersteller nicht, in kurzer Zeit hier Abhilfe zu schaffen, weil die Zyklen der Software-Updates bei den Fahrzeugherstellern teilweise sehr lang sind. Alle können aus der Ferne ein Update bekommen, müssen in die Werkstatt. Und da ist es nicht denkbar, dass man jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr wartet und das Fahrzeug kann nicht laden. Deshalb sind wir meist dann gefragt, um irgendwelche Workarounds zu implementieren. Die Protokolle sind sehr, sehr komplex. Und deshalb gibt es immer wieder Themen. Herr Wiecher, kommen wir kurz auf Ihre Geschäftskunden zu sprechen. Sie versuchen Ihre Kunden tatsächlich natürlich, Ihre Firmenkunden dazu zu bringen, jetzt Ladesäulen auf Parkplätzen beispielsweise zu installieren. Da fragen wir uns natürlich, geht das auch Richtung Vehicle-to-Grid oder ist das vielleicht noch nicht so ganz absehbar, wie das sich in der Zukunft so verhalten wird? Also Vehicle-to-Grid bei Ihren Firmenkunden, ist das ein Thema? Also vielleicht zunächst mal für Firmenkunden selbst geht es in der Tat darum, auch da in den eigenen Flotten oder auch für die Fahrzeuge der Mitarbeiter Lademöglichkeiten zu schaffen. Das ist genau das, was wir versuchen wieder einfach zu machen, indem wir das Laden am Arbeitsplatz, aber dann auch den Mitarbeitern das Laden zu Hause zu ermöglichen, über ein Firmenprogramm, insbesondere für Flottenfahrzeuge. Und insbesondere, wenn es um das Laden am Arbeitsplatz geht, geht es ja oft um viele Ladepunkte an einem Ort, das heißt an einem Netzanschlusspunkt. Das heißt, wir sprechen auch da relativ schnell von einer relativ hohen sozusagen Kapazität, die erforderlich ist, obschon es sich nur in Anführungsstrichen um AC-Ladepunkte handelt. Und da ist es bereits jetzt oft der Fall, und ich würde nicht sagen Usus, aber schon regelmäßig der Fall, dass wir verschiedene Arten von Lastmanagement sozusagen mit anbringen. Das heißt, wir schauen, dass wir in die bestehende Netzinfrastruktur und die Kapazität, die dort ist, möglichst viele Ladepunkte einzubringen, indem wir steuernd sozusagen eingreifen und Last verschieben. Manchmal einfach gegen einen fixen Punkt, das heißt, es stehen x Megawatt zur Verfügung und dagegen optimieren wir. Manchmal geht es sogar so weit, dass wir uns anschauen, wie viel denn das Gebäude gerade verbraucht, ja, und dynamisch dagegen alles, was noch übrig ist, sozusagen an Ladeinfrastruktur, sozusagen an die Fahrzeuge zu geben. Und damit sind wir bereits ganz gut unterwegs.
Ja, die nächsten Schritte der Entwicklung, und das ist sowohl bei Geschäftskunden, aber auch durchaus im Privatumfeld der Fall, ist es, dass wir die kommende Bidirektionalität der Fahrzeuge nutzen. Das heißt, bidirektional, die Energie fließt jetzt nicht nur vom Netz in die Batterie, sondern auch von der Batterie wieder zurück. Und da werden verschiedene Anwendungsfälle unterschieden. Ja, es gibt einmal Vehicle to Load. Das heißt, ich kann aus meinem Fahrzeug heraus meinen elektrischen Grill anfeuern. Ja, vielleicht jetzt keine große kein großer Anwendungsbereich. Dann gibt es Vehicle to Home oder Vehicle to Building. Und das spielt durchaus auch eine Rolle, zum Teil auch bereits jetzt. Das heißt, ich nutze die Kapazität in den Fahrzeugen, um zum Beispiel eine Spitzenlast in einem Gebäude zu vermeiden, was in der Regel sehr, sehr teuer ist, diese Spitzenlast zu haben. Das heißt, ich puffer das runter. Und das Letzte ist dann Vehicle to Grid. Das heißt, ich bringe Energie bis auf die andere Seite des Meters, des Zählpunktes und speise wieder ins Netz ein. Da gibt es außer ein paar spezifische Anwendungsfälle noch nicht wirklich breite Anwendungsmöglichkeiten. Da fehlen gerade in Deutschland auch eine ganze Reihe an Normen und Regelungen und wie wird dann letztlich auch der Markt definiert. Aber auf der, wie gesagt, Vehicle-to-Building-Seite gibt es schon eine ganze Reihe an Anwendungsfällen, in denen wir auch unterwegs sind. Sowohl im Geschäfts- als auch im Privatkundenbereich. Herr Wicher, Sie haben gesagt, es gibt ein tolles Beispiel, wie Alpitronic und E.ON zusammenarbeiten beim Thema Megawatt-Charging, was jetzt irgendwo im Hochlauf ist. Die E-Lkw, die müssen ja in Zukunft irgendwo geladen werden und da werden Sie zusammen aktiv werden. Wie sieht das aus? Also hier geht es darum, wenn wir den Transport elektrifizieren, brauchen wir signifikant mehr Energie zu einer höheren Geschwindigkeit, um da letztlich wirklich dafür zu sorgen, dass die Anwendungsfälle von LKWs eben auch genauso nutzbar sind wie jetzt in einem Verbrennungsumfeld. Deswegen brauchen wir eine höhere Energieverfügbarkeit und Ladegeschwindigkeit. Und das ist das Megawatt-Charging-System, wo es darum geht, dass wir eine neue Technologie in neuen Anwendungsfällen entwickeln, bereitstellen und testen und auch gemeinsam entwickeln. Und das ist ein gutes Beispiel, wie Sie sagen, für die Zusammenarbeit zwischen E.ON, Drive und Alpitronic, weil wir eben genau schauen, in welchen Anwendungsfällen brauchen wir was, wie sollte das Design sein. Wir testen gemeinsam, um halt da dann bereit zu sein und die Industrie dabei zu unterstützen, auch diesen Schritt der Elektrifizierung zu tun. Darf ich fragen, was die E.ON da vorhat? Also man hört ja, dass es bundesweit tatsächlich noch überschaubar viele Megawatt-Ladepunkte gibt, wahrscheinlich keinen einzigen operativen. Was haben Sie da vor? Von wie vielen Ladepunkten sprechen wir da? Also zunächst, genauso wie Sie sagen, muss man sagen, wir sind alle noch in der Entwicklung, gemeinschaftlich. Es gibt noch keinen Megawatt-Ladepunkt, der wirklich im Betrieb ist. Und auch die, gibt es einen? Nein, ich wollte nur sagen, es gibt noch nicht mal den Standard. Also das heißt, wir sind noch nicht fertig geschrieben. Faktisch sind wir noch einige Schritte davon entfernt, das wirklich in kommerziellen Anwendungsfällen in der Masse zu sehen. Was wir als E.ON vorhaben, ist jetzt mal als auch als Megawatt-Charging dann in der Zukunft, aber erstmal grundsätzlich in beiden Geschäftsmodellen, von denen wir sprachen, einmal ein öffentliches Ladenetzwerk für LKWs bereitzustellen und zu entwickeln und gleichzeitig auch mit Logistikunternehmen und den Anwendern für ihre eigenen Depots und ihre eigenen Locations Ladeinfrastruktur für LKWs bereitzustellen. Also genauso, wie wir es möglichst einfach machen, über die Kette elektrisch Güter zu transportieren. Herr Sinona, letzte Frage an Sie. Haben Sie denn irgendwelche Erfahrungswerte, wie lange Ihre Ladesäulen so halten? Und was sind denn da vielleicht mögliche Verschleißteile? Also die Hauptbelastung auf den Ladesäulen liegt irgendwo auf der Leistungselektronik, wie ich vorhin gesagt habe. Das sind so die Kernkomponenten. Wir haben unsere Leistungselektronik für 70.000 Ladezyklen ausgelegt unter Volllast, also 70.000 Volllastzyklen. Wir sprechen da nicht in Zeiten, weil es schwierig ist abzuschätzen, wie oft an einer Ladestation geladen wird. Also es kann, wir haben Ladestationen, wo im letztes Jahr, das war so die Rekordladestation, ist über 60 Ladesessions pro Tag im Durchschnitt an einer Station. Da hält die Ladestation dann natürlich etwas weniger Jahre und irgendwo, wo vielleicht nur mal 3-4 Mal am Tag geladen wird, da hält die länger. Man kann sich das so vorstellen, also die Auslegung ist eines, das tatsächliche Leben ist dann was anderes, gleich wie bei einem BKW. Ich kaufe einen BKW, der auf vielleicht 200.000 Kilometer ausgelegt wurde vom Autohersteller
Es passiert aber dann, dass ich trotzdem zwischendrin mal in die Werkstatt muss, weil irgendwas nicht geht, von 0 bis 200.000 Kilometer. So kann man sich das auch für die Ladesäule vorstellen. Unsere sind eben auf 70.000 Vollladezyklen ausgelegt bei voller Leistung. Alles klar, herzlichen Dank für Ihre Erklärung, Herr Wiecher und Herr Sinona, und alles Gute Ihnen weiterhin. Liebes Publikum, welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem Laden und vor allem auch mit dem Schnellladen? Schreiben Sie es uns doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten, wenn Sie Fragen zu diesem Thema oder anderen Batterie- oder E-Auto-Themen haben, dann schicken Sie uns doch wie immer eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.